willkommen, ich bin Gustav mit F und ich habe ein In-Ring Randomizer No Death Run gemacht. Die Bosse sind randomized, die Startklassen sind randomized, die Items allgemein sind randomized, die wichtigen Items sind nicht randomized. Und dabei versuche ich einfach ganz normal, so schnell wie möglich, durch das Spiel zu kommen, nicht sterben. Mal sehen, was uns erwartet. Dann lass doch mal einmal ganz kurz planen hier. Was? What is it we are all about? Zwei große Runen, um in Lane da rein zu spazieren. Schlüsselgegenstände werden nicht randomisiert, damit wir dieses No-Death-Ding machen können. Perfekt. So, das ist alles, würde ich sagen, Gegner randomisieren. Da habe ich halt immer dieses alle Bosse überall. Das feiere ich total. Und dann würde ich sagen, einen neuen Seed erstellen. Let's go. Hoffe, das funktioniert alles so, wie ich es mir vorstelle. New Game, yes. Baba Spliff. Okay, wir haben ja Bloodstained Dagger, Mantis Blade, Monk's Flame Mace, Torch Pole, Inquisitors Girandole. Mein Charakter ist automatisch Level 19 wegen dieser Waffe, ne? Damit man die benutzen kann. Weil das kommt mir gerade ein bisschen OP vor. Der ist Level 19. Aber also wie kann ich den denn bitte nicht nehmen? Alright, let's go. Ist das er alleine? Ich denke mal, ne? Das kann man gewinnen. Ich mache sehr wenig Schaden, wer hätte das gedacht? Boah. Weiß nicht, was ich da hätte machen sollen, Digga. Ob wir die Waffe jetzt wirklich benutzen, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon, weil... Was spricht gerade dagegen? Scheint ja eine coole Waffe zu sein. Dunkelschmiedestein, denke ich. Genau, ist kein All-Bosses. Oh! Oh mein Gott! Siehst du denn aus, Junge? Fühle, Bro. Fühle. Okay, lass mal nicht gegen den kämpfen, Chat. Boah, ich muss mich so dran... Okay, was ist das? Dunkelschmiedestein. Let's go. Wakizashi und Magma Shot. Was hast du dabei? Yes, I'm not after your throat. Zomba 7 hat er schon. Ui, Chat. Ui. Gut, das... Erstmal Pferd holen. Setz dich mal hin, Junge. Red mal ein bisschen was mit der Frau. Then it's summon me. I bequeath me! Okay, wir haben ein Pferd, Chat. Au, au, au. Wir machen No Death Challenge. Ich sterbe gleich. Ich muss gucken, was hier drin ist. Müll. Raw Meat Dumpling. Let's go, Geo. Okay, was ist da hinten für ein Gegner? Oh mein Gott, da ist ein Bär. Hier ist der Gegner. Kommt der noch, der Gegner? Oder nee, ich glaube, irgendwo dazwischen ist ein Boss. Oh, man kann ihn leider nicht sehen. Nein, das ist Loretta. Oi. Vor allen Dingen ist das Real Loretta. Die würde mich so bumsen, Chat. Nein. Leave me be, Loretta. Ich habe dir nichts getan. Auf Wiedersehen. Also ohne Aufwertung, ohne Leben dazu zu bekommen, würde ich hier einen Scheißdreck kämpfen, Chat. Achso, oh. Ach, die werden nicht gewandelt immer, ne? Die sollen ja weiterziehen hier. Au. Hefty Bones, Digga. Gönn mal irgendetwas, was nicht dumm ist. Die Männer, die man im Fight gegen Morgoth rufen kann, soll randomize. Vielleicht machen wir das dann. Wobei, eigentlich ist ja bei diesen Randomizern für mich verboten, sowas einzusetzen. Alter, gib mir mal irgendetwas. Was ist das? Was? Naveltier. Das war der schlechteste Friedhof, den wir je hatten in diesem Spiel. Kann ich jetzt irgendetwas... Weil ich brauche Dinge. Ich kann ja... Smithing Stone 4. Runde 4. Zomba 6. Oh mein Gott. Malenias Armor. Oh mein Gott. Zomba 7? Oh mein Gott. Also, wenn wir irgendwann mal die richtigen Sachen haben, dann geht's aber auch ab, Chat. Dann geht's aber auch ab. Das Rollmedaillon zum Beispiel, das wird bei Melanie sein. Oh mein Gott. Ah! Please help. Ah. Au. Kannst du mich in Ruhe lassen? Arschloch. Oh, hier bin ich. Okay, ich wollte nur noch das Item hier haben, Chat. Die Waffe ist nice, ehrlich gesagt. Also ich fühle die bisher ziemlich. Kannst du das Ding eigentlich bedienen? Nein.
Alles andere außer Fleisch wird dort gestellt sein anscheinend. Und wahrscheinlich auch keine Getränke. Ah, stimmt. Wichtige Teile sind ja nicht randomized. Logisch. What's the plan? Haben wir irgendetwas zum Leveln? What am I supposed to do? Ich kann doch nicht so zum Market gehen. Also müssen wir anscheinend erst nach Weeping runter. Hier sind zwei Händler. Ich habe einen, oh Gott. Warum? Das hätte ein Problem werden können. Oh mein Gott, die Hand. Diese Hand, die wird mich ficken, oder? Warum steht hier alles? Scheiß auf das Item. Ich habe Angst, nochmal da rauszugehen. Zomba 2. Hey, also mit einer Plus-2-Waffe könnte ich mir die Arena vom Magel schon noch vorstellen. Wenn das dann Moog ist, dann bin ich halt tot, weil meine Waffe Feuerschaden macht. Ah, oh, das Duo. Aber da müssten auch die Kleinen dabei sein. Ja. Familienreise, Junge. Mama, Papa und die Kinder. Falls wir irgendwie... Oh, immerhin. Ich glaube, es sind 5 nochmal an Runen. Somba 1. Okay, yes. Now we rolling, Chat. Now we rolling. Ich glaube, Somba 3 haben wir nicht, aber... warte mal, Somba 4 mal 3 war das gerade. What the fuck? Alright, dann gehen wir noch einmal den letzten Friedhof angucken. Aber jetzt, now we rolling. So, jetzt kann ich mit leben. Ein bisschen mit ihr reden, dass sie uns das Item gibt. Yes. Lance... Nein, sie gibt uns sogar wirklich einen Ash. Die Lance Girl Ashes halten, glaube ich, ganz schön viel aus. Vielleicht ihr fliegt... Oh, Fire Charm. Ich meine, ich mache Fire Damage. Interesting. Noch ein Stone Sword Key. Juhu. Wie viele fucking Stone Sword Keys willst du mir noch geben, Mann? Na gut, dann bleiben wir erstmal bei der Waffe, Chat. Leider keine Dreiersteine und ich glaube auch nicht, dass wir welche bisher irgendwo gesehen haben. Ich habe auch einen Blattbilder. Was habe ich denn gesehen? Shit, die Waffe ist richtig gut, oder? Mit dem Leben wäre es total dumm, jetzt in den ersten Kampf zu gehen, aber wir machen es trotzdem. So sieht die Wahrheit für mich gerade aus, Chat. Scheiß drauf. Ich glaube, wir haben nichts, was wir in die Physik tun können, außer wahrscheinlich irgendwie diese... Wait, ist da... Haben wir überhaupt irgendetwas? I don't know. Probably not. Nee, wir haben gar nichts dafür. Null. Ja, gut. Let's try it out. Who is going to be? Perfekt, egal. Dein Ernst. Schaden geht. Aber er selber ist halt, ne? Oh mein Gott. What's happening? Ja. Jesus fucking Christ. Ja, was mache ich jetzt? Wohin renne ich? Oh Gott. Oh, er lässt mich nicht mehr attackieren, Chat. Oh, okay. Oh, ich habe Angst, was jetzt passiert. Nicht, dass es dumm buggt. Oh mein Gott. Ja, leider kann ich ihn jetzt gerade nicht dub. Nen. What's happening? Was ist das? Oh, der ist komplett verpackt. Oh mein, what's happening? What? Er ist komplett verpackt. Oh nein. Boah, komplett ausgewichen. Er war gerade wirklich komplett verbuggt, ne? Kann ich was gegen machen? Oh Gott, Glück gehabt. Bro, ich darf nie zuschlagen. Das hat mich erwischt. Aber pauschal noch läuft's, ne? Ey! Ich hab einen langen Stab! War seine Attacke. Die ist irgendwie voll einfach auszureichen, ne? Oh nein. Wo ist er? Oh nein. Kann ich irgendwas... Ich kann nichts tun! Oh Gott. Oh, das kann... Ha ha ha!
Er ist einfach nur so ein... Geil. Oh, let's go. Boah, also mein Leben war das einzige Problem, weil sein Schaden war ja eigentlich nicht so heftig, aber ich habe einfach nicht viel Leben. Aber du kannst seinen Attack nicht ausweichen in dieser Arena. Das sind so Bossfights, da ist es wichtig, auch ein Pferd teilweise zu haben. Goldene Rune. Eye of Yolach. Goldene Rune 3. Nein, dein Ernst. Was ist das denn? Was er für eine Positionierung hat? Ah! Oh mein Gott! Fick! Oh mein Gott, hier ist alles los. Nein, oh Gott, warum habe ich das ausgewählt? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist hier los? Oh mein Gott, das war knapp. Hier sind immer so viele Gegner, ich werde nicht auf die Grounds leben. Oh mein Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich werde auf gar nichts gehen. Ich hau einfach nur noch ab. Tschüss. Ich hab Angst. Sacred Tear, das erste Mal. Das ist sehr stark für uns. Weil unsere Tränke machen gefühlt gar nichts, Chat. Eine Rune Arc, vielleicht können wir das noch gebrauchen. Da vorne sind halt viel zu viele Gegner, da gehen wir nicht hin. Aber den hier? Den hole ich mir. Ich will gar nicht. Da ist ein Red Wolf. Was? Da ist ein Red Wolf. Das kann ja nicht dein Ernst sein, Mann. Okay, mit einer +2-Waffe will ich das jetzt nicht zu sehr loben, was wir hier machen werden. Ja. Ich gehe da jetzt. Oh mein. Nein, ist das Borealis? Zwei Drachen hintereinander? Es ist Borealis, Digga. Das kann nicht dein Ernst sein. Okay, also, ich sag mal. So, zufallstechnisch nicht so geil. Ist der schwach gegen Feuer? Weil drückt gerade irgendwie nicht so. Ja, nice, Georg. Ich habe nicht mal die Sacred Tear angewandt, ne? Ja. Ja. Was genau soll ich machen? Wo soll ich laufen? Oh mein Gott, ich glaube, der Deathless Run. Er ist auch in den Tod gesprungen. Der Beste! Kannst du dir nicht ausdenken. Wirklich nicht. Aber wir haben wieder keine Runen bekommen, ne? Den ersten Drachen hätte ich auch so geschafft. Ich glaube, Borealis hätte ich nicht geschafft, bin ich ganz ehrlich. Wir bräuchten unbedingt noch einen Dunkelschmiedestein 3, weil die Waffe ist jetzt schon an ihrem Maximum. Ich spiele gerade Dark Souls 3 privat ein bisschen wieder, weil ich das Spiel irgendwie vergessen habe. Und das ist echt krass, wie anders das ist als Elden Ring ist. Mein Timing ist so schlecht an dem Spiel. Ist richtig komisch. Aber ja, ich bleibe dabei. Es sieht gerade so aus, es könnte sogar Richtung Waffenwechsel gehen. Wie viele Smithing Store 1er haben wir? Oh, guck mal. Bam, bam, bam. Also wir könnten jetzt easy +9 machen. Auf einer normalen Waffe. +10, weil wir ja noch einen 4er haben. Oh mein Gott. Das ist Land 6. Please leave me be. I don't wanna. I don't wanna at all. Ah Gott. Lass mich rüber. Ist ein Problem. Noch ein Smithing 4. Smithing, ja, Sommer 3. Let's go, weiter mit der Waffe. Oh nein. Okay, das ist unpraktisch. Du, Sommer 5 gefunden. Wo war das? Hä? Weißt du, der lässt mich in Ruhe, wenn ich weiter weggehe. Hey, let's go. Wir haben 6, wir haben 7. Oh mein Gott, wir haben 8er Stein, wenn wir wollen. Und auf einmal haben wir eine OP-Waffe, oder was? Moment. Was, Digga, also... Ich will nicht drüber reden, ey.
Oh mein, wir können die auf plus 10. Wir haben schon 9er Stein, glaube ich. Das kann aber auch nicht sein, oder? Wir brauchen nur Runen. Dann haben wir eine plus 10 Waffe. Oh mein Gott, was ist das für ein Run? Ey, kann sein, dass die Waffe später richtig kacke wird. Aber fürs Erste bin ich natürlich ganz schön glücklich. So, 8 kaufen. 9 haben wir schon. 10 haben wir auch. Oh mein Gott. Nein! Nein, Chat. Als ob wir vor unserer zweiten Remembrance oder zweiten Great Rune schon eine plus 10 Waffe haben. Alright, Chat. Mit dem wenig Leben kann es natürlich trotzdem schnell zu Ende sein, aber... Lol. Oh, der Schaden. Ich sehe gar nichts, Bro. Also manchmal, wenn du unter ihm kommst oder so, ne? Nehme ich. Nein! Ich wollte mich heilen, hab gemerkt, das macht keinen Sinn, wollte rollen, hab mich trotzdem geheilt. Wie kann man so sehr verkacken, Bro? Gegen so einen Pimmelgegner auch noch, ja. Skill kannst du dir halt nicht kaufen, Chat. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Es macht mega viel Spaß, solche Challenges zu machen in Elden Ring. Eine feine Sache, wenn ihr mich fragt.